Cobra, der Bell Cobra 209 A1S. Die Bell Cobra, der erste Apache, ist dann abgelöst worden von den Apaches. Aber bei den Marines, bei den US Marines, sind sie immer noch im Einsatz. Unsere Cobra wurde 1967 gebaut, 2020 dann völlig restauriert und letztes Jahr 2021 in den Hangar 8 nach Salzburg überstellt. Extrem erfahren, weil beim ÖMTC-Chefpilot fliegt seit 1978 und fliegt bei uns bei den Flying Bulls alles, was Rotoren hat im Hangar 8. Dieser Hubschrauber, der hat nichts mit anderen Hubschraubern zu tun, die man kennt, sondern da ist reine Gewalt, reine radiale Kraft. Das macht natürlich große Laune. Der Mann, vorher war es Platz zu nehmen, der war früher im Einsatz, der Bordschütze war, der Pilot sitzt hinten dabei und man hat einen wunderschönen Ausblick auf die umliegende Bergwelt. Aber der Hubschrauber, eben
sein Herz. Er ist dann weiter als Fluglehrer tätig gewesen in Graz und seit 2012 wieder bei den Flying Bulls. Der auch schon hier auf der Air Power zu sehen war, ihm bei vorhergehenden Airshows jetzt sein Können übergeben an die beiden Hubschrauberpiloten Mirko Fein und Blacky Schwarz. Also, aber wir werden reden mit den beiden. Vielleicht geht doch was. Sehr gern. Liebe Grüße. Ja. Wow. Spektakuläre Manöver hier. Ja, noch ein bisschen vorher in kleinen Tristen in der kleinen Formation. Ja, das ist einfach eindrucksvoll, was die Jungs hier machen. Ein Genuss.